US-Präsident Donald Trump hat schon einige Buchenthüllungen politisch unbeschadet überstanden. Jetzt jedoch nach dem neuesten Buch Rage von Reporterlegende Bob Woodward brennt doch der Hut im Weißen Haus. Bob Woodward natürlich ist jener legendäre Reporter, der gemeinsam mit Carl Bernstein den Watergate-Skandal aufgedeckt hat, der Richard Nixon das Amt gekostet hat. Jetzt lieferte Woodward ein Buch, das teilweise basiert auf 18 Interviews, die er mit dem Präsidenten geführt hat. Es sind insgesamt 9 Stunden an Aufzeichnungen und diese sogenannten Trump-Tapes bringen den Präsidenten ordentlich in Bedrängnis, denn hier ist ganz klar und deutlich zu hören, dass Donald Trump bereits im Februar genau Bescheid weiß über die Gefahr des Coronavirus. Er weiß, wie tödlich es ist. Er sagt auch, wie leicht es sich verbreiten kann, nämlich durch das Ein- und Ausatmen. In der Öffentlichkeit allerdings hat Donald Trump was ganz anderes gesagt damals. Er hat das Virus verharmlost, er hat gesagt, es werde verschwinden. Jetzt versucht der Präsident, sich herauszureden. Er versucht hier verschiedene Strategien zur Selbstverteidigung. Die eine ist, dass er behauptet, dass er damals Dinge gesagt hätte, die ohnehin bekannt gewesen wären in den Medien und auch unter Expertenkreisen. Das heißt, er hätte hier gar nichts Insidermäßiges gewusst über das Virus. Diese Verteidigungslinie ist nicht aufgegangen. Jetzt versucht Donald Trump etwas, was er oft macht in solchen Situationen, wenn er in die Enge getrieben ist. Er behauptet einfach das Gegenteil von den Fakten. Jetzt sagt Trump, das Buch und die Interviews würden eigentlich beweisen, wie fähig und wie toll er die Coronavirus-Krise gehandhabt hat. Das natürlich ist aufgrund von 200.000 amerikanischen Toten schwer zu argumentieren, aber diese Botschaft ist eindeutig an seine Anhänger, an seine Basis gerichtet. Die möchte er bei der Stange halten und er hat auch den Sender Fox News nach wie vor auf seiner Seite, der ins gleiche Horn stößt, der eigentlich sagt, Donald Trump ist ein